Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe zum Thema optischer Doppler-Effekt bzw. relativistischer Doppler-Effekt. Ich sage gleich vorweg, das hier ist ein Einleitungsvideo. Das bedeutet Folgendes: Für alle Leute, die auf die Herleitung der Formel scharf sind, die können eigentlich gleich zum zweiten Video springen. In diesem ersten Video wollen wir jetzt erstmal ein bisschen Smalltalk führen über den Doppler-Effekt. Wir wollen zuerst mal klären, okay, was war eigentlich der akustische Doppler-Effekt, und wollen uns dann nochmal über die Unterschiede zwischen optischen Doppler-Effekt und akustischen Doppler-Effekt etwas klar werden. Und nachdem wir das gemacht haben, starten wir eben mit der Herleitung der Formel. Das heißt, wer da keinen Bock drauf hat, der kann dieses Video gerne überspringen. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr euch alle das hier anschaut. Dann starte ich jetzt mal. Zunächst wollen wir uns nochmal ins Gedächtnis rufen, was war denn eigentlich der akustische Doppler-Effekt? Denn der hat mit dem optischen Doppler-Effekt natürlich etwas zu tun. Und zwar ging es beim akustischen Doppler-Effekt um Folgendes. Wir haben ein Fahrzeug, Polizeiwagen, Krankenwagen, Feuerwehrauto, irgendwie sowas in der Art. Hauptsache, das Ding hat so eine Sirene hier oben. Ah, die ist jetzt nicht so schön geworden. Ich finde das Auto eigentlich ganz gut. So. Und dieses Auto fahre jetzt mal in diese Richtung hier. Und die Sirene, die leuchtet eben nicht nur, sondern die tut eben auch Signale von sich geben. So, nun ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass sich die Geräusche von so einer Sirene anders anhören, wenn so ein Fahrzeug auf euch zufährt, als wenn es von euch wegfährt. Das heißt, die Tonlage oder Tonhöhe ändert sich, je nachdem, ob er sich auf euch zubewegt oder ob er sich von euch wegbewegt. Das ist durchaus ein ganz sinnvoller Effekt, eine durchaus nützliche Eigenschaft, denn zum Beispiel, wenn ihr Autofahrer seid, dann wisst ihr, es ist immer hilfreich zu wissen, kommt der Krankenwagen jetzt von vorne oder kommt er von hinten, damit ihr schon mal wisst, wo ihr Ausschall halten müsst. Und von daher ist es dafür schon mal sehr hilfreich. Und diesen Effekt kann man auch relativ einfach erklären, und zwar liegt es ganz einfach daran, diese Sirene sendet jetzt Schallwellen aus, und zwar in alle Richtungen im Raum. So und so weiter und so fort. Und jetzt bewegen sich diese Schallwellen eben in verschiedene Richtungen. Manche nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier, nach hier und nach hier und so weiter und so fort. Und manche Richtungen haben jetzt eben sozusagen eine besondere Eigenschaft. Zum Beispiel diese Richtungen hier, die nach dort zeigen. Denn Schallwellen, die sich in diese Richtung bewegen, bewegen sich mit der Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Und das führt dann dazu, dass die Schallwellen alle ein bisschen näher aneinander rücken. Dadurch, dass das Fahrzeug nämlich immer wieder ein bisschen Strecke aufholt, die nächste Schallwelle rauspresst, wieder Strecke aufholt, die nächste rauspresst und so weiter und so fort. Bloß nicht sich das Ganze jetzt hier so vorstellen, als werden hier irgendwelche Schallwellen rausgepresst. Aber so für als Beispiel ist das eigentlich ganz gut. Aber jetzt bitte nicht mit den echten Mechanismen, die dahinter stecken, vergleichen. Schallwellen, die sich hingegen nach hinten bewegen, die bewegen sich genau entgegengesetzt der Bewegungsrichtung vom Auto. Das hat dann zur Folge, dass diese alle ein bisschen weiter auseinanderrücken, denn das Auto presst eine Schallwelle aus, fährt ein Stückchen weg, dann presst die nächste raus, und durch dieses Wegfahren entstehen hier eben immer größere Abstände. So, daraus resultiert dann eben der Doppler-Effekt, und zwar, dass ein Empfänger, der hier steht, eine ganz andere Form von Wellen wahrnimmt, als ein Empfänger, der eben hier vorne steht. Und von daher hört sich das Geräusch eben auch entsprechend anders an. So. So viel erst nochmal zum akustischen Doppler-Effekt. Beim akustischen Doppler-Effekt gibt es jetzt eine Menge lustige Fälle. Da müssen wir jetzt nämlich nochmal unterscheiden. Bewegt sich der Sender? Oder ruht der Sender vielleicht sogar und es bewegt sich der Empfänger? Denn dann treten hier diese Effekte auch auf. Oder ist es etwa so, dass sich sogar beide bewegen? Also diese drei Fälle gibt es beim akustischen Doppler-Effekt. Wir werden dann später sehen, dass es diese Effekte beim relativistischen Doppler-Effekt entsprechend nicht mehr gibt. Und jetzt kommen wir erstmal zum optischen Doppler-Effekt. Optischer Doppler-Effekt, das sagt ja eigentlich schon, okay, das Ganze hat irgendwas mit Licht zu tun. Wenn man sich jetzt fragt, okay, was könnte denn ein Doppler-Effekt mit Licht zu tun haben, oder was könnte Licht mit dem Doppler-Effekt zu tun haben, zunächst, für alle, die es noch nicht wussten, Licht ist nichts anderes als eine elektromagnetische Welle. Das heißt folgendes: Licht besteht aus einer elektrischen Feldstärke-Komponente und einer magnetischen Feldstärke-Komponente, die beide senkrecht aufeinander stehen. Wenn ihr das Ganze jetzt ein bisschen zu schwierig wird, oder ich will nicht schwierig sagen, zu, wie sagt man denn, wenn dich das Ganze jetzt hier nicht interessiert mit der elektromagnetischen Welle, ist nicht schlimm, wenn du es nicht verstehst oder nicht merkst oder wie auch immer. Ich mache es jetzt hier nur zur Anschauung. Also Licht ist eine elektromagnetische Welle, die ungefähr so aussieht, wenn das hier die Vektoren sind, also E, elektrische Feldstärke, Grün, Magnetfeld.
Dann sieht die Welle ungefähr so aus, dass wir jetzt hier eben immer größer, 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 kleiner, 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 größer, 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 kleiner, kleiner, kleiner. Das wäre die Welle vom Magnetfeld und das elektrische Feld schwingt dann eben auch in seiner Ebene. Also so. Und dann eben wieder hoch. Oh, ja, nee. Hier müssen noch ein paar Pfeile hin. Hier, hier. Und wieder hoch. So, nicht gerade schön, aber wie gesagt, sollte jetzt nur so eine kleine Anschauung machen. Also so ungefähr sieht eine Lichtwelle aus, beziehungsweise ich möchte nicht behaupten, dass sie so aussieht. Ich habe noch nie eine gesehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so kann man sie sich zumindest vorstellen. Wie gesagt, aus einer elektrischen Feldstärkekomponente und einer magnetischen Feldstärkekomponente, die eben wie Wellen schwingen. Und das, was wir jetzt hier als Quintessenz sozusagen festhalten, ist, Licht ist eben auch eine Art von Welle und das heißt, wir müssten für Licht vom Prinzip her auch einen Doppler-Effekt beobachten können, was wir dann eben auch tun und das ist dann eben der relativistische bzw. optische Doppler-Effekt. So, soweit so gut. Bevor wir jetzt jedoch anfangen wollen, uns hier mit den Formeln zum relativistischen bzw. zum optischen Doppler-Effekt zu beschäftigen, möchte ich noch ein paar Unterschiede festmachen, die eben zwischen dem akustischen und dem optischen Doppler-Effekt liegen. Da wäre Unterschied 1 die Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. So, ich hoffe mal, ich habe keinen Rechtschreibfehler gemacht. Geschwindigkeit. Ne, sieht gut aus. Der Doppler-Effekt, das habe ich jetzt eben in der Einleitung praktisch schon gesagt, könnte man sagen, tritt bei Geschwindigkeiten auf, die uns im Alltag begegnen. Eben Polizeiauto, Feuerwehrauto, Krankenwagen, das sind ja alles Geschwindigkeiten so zwischen 50 km/h und 180 km/h, die eben im Alltag auftreten und von daher macht sich dieser Doppler-Effekt schon in unserem Alltag bemerkbar. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Schallgeschwindigkeit, beim akustischen Doppler-Effekt geht es ja um Schall, 340 Meter die Sekunde beträgt. So, 340 Meter die Sekunde ist verhältnismäßig zu anderen Geschwindigkeiten, die es in unserem Universum gibt, nicht gerade die Welt. Und von daher tritt dieser akustische Doppler-Effekt eben auch schon bei uns hier auf der Erde auf, auch in unserer Alltagswelt, sage ich jetzt mal, und wir können ihn dort schon beobachten. Der optische Doppler-Effekt, da geht es um Licht und Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von, naja, ungefähr, ungefähr 3 mal 10 hoch 8 Meter die Sekunde. Das heißt, das ist ein enormer Geschwindigkeitsunterschied. Licht bewegt sich wesentlich, wesentlich schneller als Schall. Und das sorgt dann eben dafür, dass der optische Doppler-Effekt erst bei sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten bemerkbar wird. Deswegen braucht man den optischen Doppler-Effekt dann auch meistens in der Astrophysik zum Beispiel. Dort ist dieser sehr nützlich, weil sich eben astronomische Objekte mit sehr hohen Geschwindigkeiten bewegen und von daher dort dieser optische Doppler-Effekt eben greift. Der zweite Unterschied ist die Relativität. Relativität. So. Und zwar geht es dabei um Folgendes. Zum einen haben wir jetzt eben gerade gesagt, dass wir sehr hohe Geschwindigkeiten brauchen. So, sehr hohe Geschwindigkeiten bedeutet aber auch, dass wir es mit relativistischen Effekten zu tun bekommen. Und zwar spreche ich da vor allem jetzt, oder meine ich damit vor allem die Zeitdilatation, die eben beim optischen Doppler-Effekt eine zentrale Rolle spielt. Wenn du von dem Wort Zeitdilatation noch nie was gehört hast, dann wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn du dir das Video dazu anschaust, haben wir bei uns im Physikbereich. Heißt einfach nur Zeitdilatation und Längenkontraktion, glaube ich. Da wird dir dieses Phänomen erklärt, denn dieses Phänomen spielt beim optischen Doppler-Effekt eben eine zentrale Rolle, von daher wäre es schön, wenn du das drauf hast, wenn wir gleich mit den Formeln anfangen. So, das ist Punkt 1, relativistische Effekte, die wir beachten müssen. Dann, also diese Relativität gliedert sich vom Prinzip her in zwei Unterpunkte. Einmal die relativistische